Hallihallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. So Leute, zwei Schlüssel meine ich, haben wir im letzten Part organisieren können. Den Messingschlüssel und den Silberschlüssel. Und mit dem Silberschlüssel werden wir hoffentlich jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Noch geht es darum, Craig zu retten. Gut, benutzen wir ihn. Also nicht Craig, sondern den Schlüssel. Craig werden wir noch früh genug benutzen und... Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da oben? Haha! Wenn das mal nicht der Goldschlüssel ist. Yay! Okay. Wunderbar. Perfekt. Sonst noch was hier? Na, sonst sieht eigentlich alles gut aus, oder? Genau. Moment, halt, halt, stopp! Ah! Anhänger! Oh, cool! Sehr schön! Na, wir sind doch mittlerweile richtig gut ausgerüstet. Das wurde auch Zeit, Leute! Okay! Wir haben es geschafft! Wir können den Goldschlüssel benutzen! Wir können die Cafeteria stürmen! That's far enough, Intruder. Where's your hall pass? Ah. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Ah. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Oh my God. Oh God. Mistkerl. So, das nützt nichts. Wir werden erstmal seine Gebrüder hier ausschalten müssen. Let's see what you've got. Aber erstmal Kenny wieder ein bisschen heilen. Das, ich glaube, das sollten wir auf alle Fälle machen. So, Kenny muss überleben. So. Stop this tomfoolery. Okay. Muss ich genau überlegen, was mache ich als erstes? Make my day, kid. Okay. Yes! Das war super! Okay, weiter geht's. Keine Müdigkeit vor Schützen. Zeit für Kennys Bogen. I see we are out of stalemate. Sehr schön! Wunderbar! Haha! Da guckst du! So, jetzt wird's übel. Er konzentriert sich. Der Drachenschrei ist eine gute Möglichkeit, den Feind davon abzuhalten. Okay. Aber ich habe keinen Mana mehr. Dann müssen wir uns wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Machen wir das, Rambolen. Yes! Mist! Aber ich habe vergessen, nochmal zu treten. Ich Vollidiot. Okay. So. Aha, aha. Gut, Leute. Dann wird es jetzt Zeit für Kennys ultimative Attacke. Ja. Wunderbar. Na, das war doch gar nicht mal schlecht. Sehr schön. Haha. Der wäre auch erledigt. Na gut. Bestens. Kenny, kannst du noch mal nachsetzen? Na, das war nicht so gut. Aber egal, mit dem Hammer des Noobs werden wir die Sache jetzt beenden. Ja! Na, das war doch optimal. Also über den Kampf kann man nicht meckern. Den ersten Bosskampf in diesem Spiel geschafft.
Den ersten richtigen. Spindschlüssel der Gangaufsicht. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch endlich diesen Spind öffnen. Yay. Oh, da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich sehe das schon. Die Keule der Heilung. Ah ja. Okay, Mr. Mackey. Jetzt wird es Zeit, Craig herauszuholen aus deinem Verlies. Damn you, Craig! Wunderbar! Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Wieso sagst du ihm nicht einfach deinen Namen? Naja. Wunderbar, und wir haben sogar eine Aufwertung verfügbar. Sehr schön. Craig ist endlich rekrutiert, nach nur 11 Parts. Wunderbar. Gut. Zeit für eine Aufwertung. Okay. Ich glaube, wir machen Rambolen nochmal. Wunderbar. Kann nicht schaden. Die anderen haben wir ja leider noch nicht. Verfügbare Vorteile haben wir auch noch. Da muss ich jetzt mal überlegen. Die Verwendung heilender Gegenstände lässt deine Angriffe für eine Weile mehr Schaden bewirken. Das ist sicherlich nicht schlecht. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Ja, schützt deinen Sack. Können wir mal machen. Und... Da muss ich jetzt genau überlegen, wie mache ich das jetzt? Dein erster Angriff in jedem Kampf bewirkt zusätzlichen Schaden. Das kann sicherlich nicht... Den Gegnern wird es schaden, aber mir sicherlich nicht. Starte einen Gegenangriff mit deinem Arsch. Ja, das lassen wir mal. So, ich glaube, wir machen das, den Extraschlag. Gut. Wunderbar. Na, Jungs. Fuck you, asshole. Heavy! Mistkerl. Du sagst es. Man, I could be watching TV right now. Haha! Ich mag den Völkerball jetzt schon. Unheimlich. Sehr schön. Und. Oh Gott. Nur das mit dem Blocken, das muss ich echt noch üben. Sehr schön. Sollen wir einfach mal die Fähigkeiten, hier die Verzauberung mal ausprobieren? Sehr gut. Ja, mittlerweile bin ich zu stark für euch, Leute. Ach, herrlich. Gut. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. Der verlorene Wald? Oh Gott. Craig ist jetzt Single. Diebe arbeiten allein, sie hat mich zurückgehalten. Ja, das ist klar. Dann hat natürlich jeder Verständnis dafür, Craig. Okay, würde ich mal sagen, auf zu Cartman, oder? Ja. Das mit Manbear-Pick, das können wir bestimmt jetzt auch machen. Jetzt, da wir diesen Furz haben, fällt mir gerade ein. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal bei Cartman vorbei.
folgen wir der Story jetzt erstmal weiter. Das mit dem NBA-Pick, das machen wir noch. Okay. Hallo, Cartman. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called Douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Yay, Sir Douchebag. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Oh Gott. Können wir gegen den Barden bestehen? Zunächst einmal müssen wir uns Cartmans Training stellen. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Okay. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic and throw it at your opponent. Okay. Ja. No, no, that's not it. Try again. Nicht das schon wieder. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic and throw it at your opponent. Okay. Und? Yeah! Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malkinson! Malkinson, could you come help us with something? Don't have to take this. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. Okay! On guard! On guard! Come and spell! Oops, Entschuldigung. Come on, Douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. Go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. Nein, niemals. Niemals auf die Eier von jemandem. Niemals. Wie könnte ich? Das geht gegen mein... If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Zum kichernden Esel! So, Leute. Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Jetzt würde ich mal sagen, wir gucken nochmal. Jetzt können wir nämlich mal gucken. Wir haben jetzt $53. Das ist ja Wahnsinn. So reich war ich als Kind nie. Gucken, was wir uns Neues holen können. Zerschmetternde Keule. Wow. Vermindert die Abwehr des Ziels bei perfekten Angriffen. Okay. Good choice. Auf jeden Fall. What are you selling? Oh Gott. Fügt 8 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Wow. Das ist natürlich schon krass. Okay, ich glaube, die sollten wir uns wirklich zulegen. A nice purchase. Und den Helm. All yours. Und deal. Wunderbar. So, dann musst du vielleicht zusehen, dass wir vielleicht noch ein paar Sachen verkaufen. Insbesondere denke ich dabei an die Klinge des Kriegers. Billys Knüppel, werden wir das jemals nochmal brauchen? Auf der anderen Seite, der Blitzzauberstab hat sich jetzt auch nicht mehr als so nützlich erwiesen.
Keule der Heilung. Hammer des Noobs. Okay. Dann können wir noch ein paar Sachen verkaufen, aber die würde ich ganz gerne alle behalten. Fiese Irene-Perücke, das wär's doch. Let's see what you've got. Gut. Sollen wir ihn nochmal ausrüsten ein bisschen? Ich denke, das kann nicht schaden. So. Dann gucken wir nämlich mal, was wir Schönes Neues haben. Die helle Barde des Kriegers. Wir probieren mal die zerschmetternde Keule aus. Billys Knüppel ist ja auch... Oh, nee. Komm. Ja. Yeah. Wenn wir schon so eine mächtige Waffe haben. Yeah. Yeah. Na, mach doch was her jetzt, unsere Rüstung. Aber da gefällt mir, da müssen wir die Farbe natürlich noch anpassen ein bisschen. Das ist natürlich auch... Obwohl, so sehen wir aus wie Butters, wenn ich das... Das will ja keiner. Das will nun wirklich keiner. Ja, nehmen wir mal dunkelblau. Hier können wir die Farbe auch noch ändern, okay. Ja, passt zu unserer Gesichtsbemalung. Nehmen wir mal die grünen Handschuhe. Okay. Na, das sieht doch schon alles ganz gut aus. Eventuell die Farbe des Helms noch anpassen. So ein Goldhelm hätte was, oder? Ja, komm, wir geben ihm mal so einen goldenen Helm. Das sieht irgendwie besonders aus. Er sieht ein bisschen merkwürdig jetzt aus, aber hey, warum nicht? Jeder braucht sein individuelles Design. Okay. Gut, okay. Ah, unser neuer Krieger ist fertig. Bestens. Absolut bestens. Dann sind wir ja wirklich gerüstet für alle Schandtaten, sag ich mal. Dann können wir uns aufmachen zu unserer nächsten Mission. Was wir dann machen, ob wir eventuell der Story schon wieder folgen oder ob wir aber sagen, wir machen erstmal das was anderes. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters! Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of Meadle Wine, please. No Meadle Wine today, only Fairy Ale. A pint of Fairy Ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? Uh-oh. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okay. Butters ist eindeutig mutiger als ich. Oh Gott. Das kann doch nur böse werden. Ob wir den Barden hier wohl jemals finden werden? Ob wir seiner Macht überhaupt etwas entgegenzusetzen haben? Tja Leute, das seht ihr im nächsten Part von South Park. Stab der Wahrheit. Bis dann.